Hallo, 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 Freunde der Sonne. Hier ist wieder FZN mit einem weiteren Teil des Let's Play Diablo Hellfire. Wir hatten Level 3 gesäubert, den Butcher nach wie vor nicht besiegen können. Und befinden uns jetzt auf dem Weg nach Level 4. Vorher gehen wir allerdings in die Stadt, denn wie wir sehen können, ist das Inventar absolut überfüllt. Und etliche Verkäufe stehen auf dem Programm. Zunächst aber mal heilen. Und Items identifizieren. So, das wäre erledigt. Verkaufen wir den ganzen Schmodder mal. Ein Bogen, der richtig Kohle gibt. Eine Rüstung, die wir eventuell sogar anziehen. Ja, das tun wir. Weniger Rüstung, aber 3 zu allen Attributen. Und eine Rüstung, die minus 10 zur Stärke gibt und damit absolut wertlos ist. Schade drum. So. Jetzt lege ich mir hier zunächst einmal eine Ölsammlung an, mit Ölen, die ich im Laufe der Zeit wieder benutzen möchte, und repariere meine Ausrüstung. Mal sehen, ob es etwas Schönes zu kaufen gibt. Ein Amulett mit 10 zur Magie, das leider viel zu teuer ist. Diverse Waffen, die ich nicht benutzen kann. Und auch sonst keine interessanten Dinge. Mein Weg führt mich zu Adria the Witch, dem für den Mage wohl wichtigsten Sorcerer, sollte ich sagen. NPC, die gute Witch, verkauft Bücher und Stäbe. Außerdem auch Schriftrollen, die uns allerdings nicht so sehr interessieren. Und Mana Potions, was nie schaden kann. Ein Book of Mana Shield, leider verfüge ich nicht über 16.000 Gold. Runen. Ich kaufe mir lediglich einige Mana Potions. So. Und mache mich wieder auf den Weg. Ins Dungeon. Weiter geht's nach Level 4. Level 4, der letzte Level mit dem Dungeon Setting. Danach wird uns ein neues Grafikset präsentiert werden. Aber zunächst einmal noch neue Gegner, die Hidden. Die so lange, bis sie relativ nah an uns herantreten, unsichtbar sind. Eine neue Kategorie von Skeletten, die Horror. Ich glaube, blitzresistent und richtig schön fies schwarz. Stirb hinten, stirb. Direkt geköpft mit dem Feuerball. Physikalisch irgendwie nicht besonders sinnvoll, aber optisch durchaus effektiv. Goldman Bogenschützen. Ein absolutes Ärgernis für Krieger, da sie vor Nahkämpfern flüchten und dabei genauso schnell sind wie der Spielercharakter. Ein Ring oder Amulett. Nein, ein Ring. Sehr schön, der erste, den ich bisher gefunden habe.
leere Räume. Nicht besonders lohnend. Weiter geht's Richtung Norden. In der Hoffnung, dass uns dort etwas mehr Ausbeute erwartet als hier unten. In jedem Fall erwarten uns Shadow Beasts und Horrors. Und eine ganze Menge Goldmen. Au, 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 da brennt mir der Kittel. Diese Jungs haben es in sich, in Massen. Darum muss ich sie rauslocken und versuchen, einzeln zu vernichten. Ich benutze mal meine Scroll of Firewall, die immerhin einen der Jungs gegrillt hat. Oh, es wird eng. Da fackel ich ihnen das Bärtchen ab. Stirbt Flash Clan. So. Einer lebt noch. Aber das hat meine Heilungskapazitäten doch deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Und das Ganze für einen Goat Shrine, der, glaube ich, einen zufälligen Effekt hervorruft. Ich weiß es nicht. Ich lasse lieber die Finger davon. Denn ich lege eigentlich keinen Wert auf ungewollte Attributverteilungen oder sonstige unschnittige. Eine Menge hin. Und ein Level Up für mich. Eine ganze Menge hin. So. Da sterben sie trotz Unsichtbarkeit. Und ich habe ein weiteres Level Up. Man merkt, die Level werden so langsam etwas härter. Auch bedingt durch meinen Mangel an wirklich guter Ausrüstung oder nach wie vor wirklich guten Zaubersprüchen. Ich bin allerdings ganz guter Dinge, dass da einiges nachkommen wird in nächster Zeit, insbesondere dann, wenn mein Goldvorrat sich etwas anhäuft. Wir sehen hier 5000 Gold, das Maximum, das auf einem Inventarfeld gelagert werden kann. Denn dann werde ich mir auch schlicht und ergreifend bessere Ausrüstung kaufen können. Insbesondere Zauberspruchbücher bei Adria the Witch. Eine Scroll of Lightning. Auch ein Zauber, den wir noch nicht zur Verfügung hatten. Leider nur in seiner Einmalvariante. Ein Buch wäre mir deutlich lieber gewesen. Aber bei der nächstbesten Gegneransammlung werde ich den, denke ich, trotzdem mal rausfeuern. Wenn es nicht gerade Horrors sind, die blitzresistent sind. Noch eine Scroll of Lightning. Und einmal Inferno. All das soll bei Zeiten direkt zum Einsatz gebracht werden. Gürtel sortieren. Hier oben sind wir fertig. Aber Richtung Süden scheint es weiterzugehen. Overlords, neue Gegner, da könnten wir den Lightning doch direkt mal ausprobieren. Direkt daneben gefeuert. Irgendwie bin ich mit Schriftrollen nicht so der Chef. Und im Hintergrund werde ich weiterhin von fiesen Monstern beschossen. So. Wir scheinen die Sache erledigt zu haben. Flash, auch ein neuer Zauber, für den Nahkampf bestens geeignet. Und meine Rüstung ist fast im Eimer. Eine Kiste, die ich nicht öffnen kann. Warum nicht? Das riecht nach Quest.
Ein Book of Search. Eine Heilungsrolle, die mich nicht geheilt hat, aus welchem Grund noch immer. Und ein Fallen, der mit mir redet. Hey, du bist der, der hier alle killt. Hol mir das magische Banner oder wir greifen dich an. Du wirst nicht mit deinem Leben davonkommen. Kill die großen Hässlichen und gib mir die Magie zurück. Geh um die Ecke und die Tür, find die Großen, gib's her und du darfst passieren. Ich nehme an, die Big Uglies sind die Overlords, die ich da oben gerade erschlagen habe. Schauen wir mal, ob ich jetzt diese Kiste öffnen darf. In der Tat, und wir finden ein Tavernenschild. Ich nehme an, das ist das Magic Banner, von dem der Fallen spricht. Ich glaube, ich gebe das Ding lieber dem Wirt, dem das vermutlich abhanden gekommen ist. Ein Buch. Lorebooks, eine Art wie Diablo. Story und Informationen über die Welt verteilt. Ich lese es einfach mal. The Great Conflict. Sehr atmosphärisch. Die Wahrheiten dieses Buchs sind das letzte Erbe der Horadrim. Ein Krieg tobt noch immer jenseits der Felder, die wir kennen, zwischen den Königreichen der Hohen Himmel und den chaotischen Gruben der brennenden Hölle. Dieser Krieg ist bekannt als der große Konflikt und hat seit länger als die Sterne brennen gewütet. Und er geht weiter, während die Mächte des Lichts und der Dunkelheit weiterhin um die Vorherrschaft über alle Kreaturen kämpfen. Hier geht es auch in Level 4. Wir durchforsten erst einmal den Rest von Level 3, denn hier drüben geht es noch weiter. Eine fiese Falle, die daneben geht. Eine Scroll of Firewall, die ich hier mal aufstelle. Während hier irgendwelche fiesen Viecher einfach durchlaufen. Mit meiner Gesundheit sieht es schon wieder nicht besonders gut aus. Ich müsste dringend mal in die Stadt zurück, will aber eigentlich gerne erst noch diesen Level hier beenden. Habe ich Healing? Nein, habe ich nicht. Skelette und Hidden. Eine aufgespießte Leiche, keine Gegner. Und weitere Räumlichkeiten mit fiesen Schützen. Ich verziehe mich erstmal in die Stadt. Und das passt eigentlich ganz gut von der Videolänge her. An dieser Stelle machen wir einen Schnitt und erforschen die Geheimnisse des Magic Banners, aka The Tavern Sign, im nächsten Teil dieses Let's Play. Ich bin FZN, haut rein, viel Spaß.